Ja Leute, ich stelle jetzt mal so ein Motorradtreff vor hier in Haltern. Das ist der Drögen Pütt. Da treffe ich mich jetzt mit zwei Freunden. Dann sind wir auch schon gleich da. Dauert noch ungefähr so, ja, ich sag mal 2 Minuten. Dann ist jetzt hier so die Einflugschneise. Mal gucken, das Wetter ist ein bisschen bedeckt heute. Ne? Ah, da kommen mir schon jede Menge entgegen hier. Das heißt also, da muss was los sein. Aber hier generell auf den Landstraßen in Haltern, da fahren ja immer sehr viele Motorradfahrer rum, gerade am Wochenende. Die meisten haben frei und nutzen das Wetter. So, alles Weitere seht ihr dann in einer Minute. So, das Navi sagt mir jetzt gerade in 500 Metern links abbiegen. 250 jetzt mittlerweile. 200, dann machen wir das nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt auf dem Display. Ja, da vorne ist es links rein. Und dann sind wir auch schon da. Drögen Pütt Haltern. Da vorne ist es schon, man kann es schon sehen. Ja, da sieht man schon die ganzen Bikes. Mal gucken, wie voll das heute da ist und ob meine Kumpels schon da sind. Ich treffe mich hier mit dem Kollegen und seiner Freundin. Adi und Vicky, falls ihr das jetzt hier seht. Ich hoffe, ihr verfolgt meine Videos treu. Dann seid schon mal gegrüßt. Ich hoffe, ihr seid schon da. So, hier sehe ich noch keinen. Ich werde jetzt mal mein Moped hier irgendwo parken. Natürlich nicht unterm Baum oder sowas. Ist auch klar. Ich glaube, da sind die noch nicht. Ziel habe ich erreicht. Ja, da haben wir jetzt hier den Drögen Pütt in Haltern. Und zwar ist das ein riesengroßer Parkplatz, wie ihr das so seht. An Spitzentagen ist hier alles komplett voll, dann kriegt ihr überhaupt nichts mehr zu parken. Kann man sich kaum vorstellen, wenn so richtig schön ist. Ringsherum hat man Sitzmöglichkeiten, auch im Schatten, mal unterm Baum oder so, mal so ein bisschen zu chillen. Dann kriegt ihr, seht ihr die beiden Fenster in der Mitte von der weißen Hauswand vorne. Da ist so eine Durchreiche, da kriegt man dann mal einen Kaffee oder auch Kaltgetränke werden ausgeschenkt. Oder natürlich auch mal ein Stück Kuchen, die backen da immer am Wochenende direkt eine ganze Torte selbst. Also Marmorkuchen und so weiter, esse ich da immer ganz gerne. Preise, na gut, sind okay, ne, also wie man das auch so vom Bäcker kennt, nichts anderes, ne, Currywurst haben sie auch, Pommes, Currywurst und so weiter, na, man kann mal ganz kurz die Notdurft verrichten, ja, wenn man von weiter her kommt, und das ist ein ganz guter Treff, um sich auch mal ein paar andere Motorräder von anderen Leuten anzugucken. Da trifft sie am Wochenende wirklich Hans und Franz. Und die ganzen anderen auch. Und wer interessiert ist, wie gesagt, da kann man mal eine Runde laufen und sich alle möglichen Bikes angucken. Von jung bis alt. Und auch auf mal auf ein nettes Gespräch. Sich mal treffen mit Leuten, die man vorher noch nicht kannte. Also, das ist schon eine ganz tolle Sache und natürlich eine Empfehlung von mir. Ne? Ich bin auch öfter mal anzutreffen am Wochenende. Okay, das war es soweit von mir. Rock and Ride, sag ich da nur. Und an alle Motorradfreaks oder Motorradliebhaber. Eine tolle Saison, fahrt vorsichtig und vielleicht sieht man sich mal. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Toni. Macht's gut. Ciao.